Mach den so. König, sag ich dir. Donnerfaust. Hast du den Niceback-Bruder gefunden? Ja, er hat sich aus dem Staub gemacht, als er hörte, dass seine Schwester hier ist. Gut gemacht. Wir schätzen die Freiheit wie den Wind und nicht wie Sklavenhändler die blutigen Münzen. Schätzt du einen guten Schluck? Dann trink! Ja, den schätze ich ihn ja. Hab Dank. Auf die Freiheit! Das Wohl! Ja. Mögen dir die Winde gewogen sein. So, jetzt muss ich... Abgeschlossen. Ich habe aber immer noch die Spieluhr. Und schlag einen Schnaps für Vorgrim. Der schleppt davon ja schon 15 Fässer mit sich rum. Wo ist jetzt diese tolle Niceback gerade? Was hab ich gesagt, Kumpel, ha? Eines Tages trinken wir warmen Honig mit in der Taverne. Zahnreißen, alter Bäuer! Ey, da steht ja Rumpo. Wunden verbinden, fast umsonst? Im Beisein der jungen Dame schien es mir nicht angebracht. Okay, da will ich nicht weiter zuhören. Hoch auf das Gebraute und auf den Stein, der Giertasch begraben hat. Leti, du hast einen festen Griff, nicht wie dein Vater, die Zitterhand. Du solltest Jadiras Tochter sein. Hab Dank, Donner. Eine. Ah ja, hier geht's ab. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die Verrückte nochmal finden. Und ihr das Amulett geben. Vielleicht gibt es dafür noch eine kleine Belohnung von ihr. Auch wenn ich hier lieben gerne was anderes mit ihr machen würde. Ob die sich jetzt wieder beim Hafen rumtreibt? Gucken wir mal. Bingo. Hast du schon gehört? Du sollst dich hier alles absuchen müssen. Hallo. Oh, ihr wieder. Hört gut zu, meine Geduld ist erschöpft. Ich biete demjenigen, der meinen Bruder endgültig verschwinden lässt, eine fürstliche Belohnung. Verstanden? Alles Weitere liegt bei euch. Ja, du blöde Tussi. Das hier habe ich bei der Leiche eures Bruders gefunden. Tatsächlich. Ja, es muss so sein. Ich hatte zuerst meine Zweifel, euch anzuheuern, aber ihr habt euch eure Belohnung verdient. Hier, ich denke, die Summe ist angemessen. Nun, gehabt euch wohl. Gut, was haben wir noch bekommen? Haben wir Abenteuerpunkte bekommen? Nö. Aber 100 Dukaten sind besser als nichts. So, dann gucken wir mal, was haben wir noch? Den Effert-Tempel und verlorene Schätze. Ich würde sagen, nächste Haltestation ist wieder die Insel der Verlassenen. Ich bin froh. Ja. Was kann ich für euch? Wo soll es hingehen? Er ist froh, dass wir wieder zurück von dieser Hölle sind. Und zur Insel des Vergessens, nicht der Verlassenen. Was immer uns da unten noch erwarten möge, es wird hoffentlich nicht so heftig sein wie der... Es wird wahrscheinlich nicht stärker sein als der Wasserdrache. Was ist? Vorgrim. Wie kann ich dir helfen? Fyris. Was gibt es denn? Ardo. Bruder Emaran. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ich habe ein weiteres merkwürdiges Bruchstück. Ich fand es bei einem Wasserdrachen. Ein Wasserdrache. Ohne Zweifel folgte auch er dem zornigen Ruf Efferts, dem Reich des Flussvaters Verderben zu bringen. Doch zeigt mir das Artefakt. Zeigt ihr. Es ähnelt dem anderen Artefakt, das ihr mir brachtet. Sicherlich gehört es auch zum Tempel. Ich spüre auch in diesem Stück die Macht des Meeresgottes. Mag Gut. sein, dass es auch eine Art Schlüssel darstellt. Vielleicht hat es mit diesem Mosaik zu tun, das ihr erwähntet. Das hoffe ich doch. Eigentlich müsste es das, weil, wie in der Beschreibung schon stand, es ist irgendeine Art Eckstück. So, der Eingang zum Effort-Tempel.
Und wir können uns, glaube ich, gleich wieder nach unten teleportieren. Ja, der Transversalis-Ring ist noch aktiv. Sehr gut. Dann ersparen wir uns das ganze Gelaufe noch einmal. Transversalis. Okay, das ging schneller als gedacht. Und wir haben sogar einen Haufen Punkte dafür bekommen. 50 Abenteuerpunkte. Schön. Ja. Erstmal ein Schnellspeichern machen, bevor wir dann darüber gehen. Nicht am Mosaik hängen bleiben. Eine Warnung. Morphu. Morphu, ja. Was steht hier? Der Warnung. Lesen. Lenke deine Schritte fort, wenn dir Effard noch nicht die Weihe gewährt hat. Was in dieser Kammer geschieht, ist deinen Ohren noch nicht zu hören und deinen Augen noch nicht zu sehen bestimmt. Sieh dies nicht als eine haltlose Anweisung, sondern vielmehr als eine Warnung, wenn dir an Leib und Leben gelegen ist. Der Wille des Herrn der Gezeiten gebietet dir einzuhalten. In jeder Schaumkrone und in jeder Welle ist sein Blick und er weicht nicht von dir. Kehre um und er wird gütig auf dich sehen. Setze noch einen Schritt und beschwöre seinen Zorn. Aber hier hab offenbar eine andere Person weitergeschrieben. Graulinge, mit Tabitha haben wir nicht die erste ertappt, die sich Zugang zur Kammer verschaffen wollte. Wir hoffen aber, dass es die letzte gewesen ist und wir warnen euch zum letzten Mal. Bleibt der Kammer fern, denn was darin ist, übersteigt euer Verständnis von Effard und seinen Wegen. Also, kommt hier bloß nicht rein, sonst gibt's auf die Nüsse. Erstmal die Morpho loswerden. Und toll, da ist ein Schatz, der verschlossen ist. Das heißt, wir müssen nachher zum Schiff zurück, Guano holen und nochmal hier runter. Aber erstmal diese Morpho töten. Was eigentlich ganz schnell gehen sollte. Da ist noch ein Morpho. Aber ja, wie ich glaube, wir dürften den Effard-Tempel auch noch abschließen können. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Filiason-Aufgabe. Und das mit Sanrayas Schwester Bescheid sagen. Aber das ist eh beides im selben Gebiet. Noch ein Schatz. Und noch mehr Morpho, die ich einfach mal da stehen lasse, wo sie sind. Beziehungsweise die Leichen. Ich habe so viele Morpho-Stacheln schon. Was sind Morpho eigentlich? Sie sehen aus wie riesige Nacktschnecken. Sind mir aber auf jeden Fall lieber als Amöben. Und lassen sich schön vergiften. Ja. Morpho sind eigentlich einfach nur lästig. Und wir sollten irgendwo mal gucken, dass wir irgendwelche Schulterstücke für... Feiris bekommen, weil die trägt ja jetzt neues Gewand, was nicht über die Schulter geht. Beziehungsweise was die Schulter nicht so abdeckt. Oh, Vorgrim kriegt auf die Nase. Was tragen denn Ardo und Vorgrim? Oh, die Schulterklappen könnten wir ihr geben. Ja. Was bringen die nochmal? Charisma plus 1. Nein, ja. Die sollte lieber
Ardo behalten. Gut, wieder Morpho weg, wieder eine verschlossene Schatztruhe. Und der Weg weiter. Die andere Seite ist ja eingestürzt. Okay, das hier sieht aus wie Bossfight Time wieder. Mhm. Zwischensequenz sagt, hier kommt gleich ein Boss. Toll. Was zur Hölle? Okay, du bist genauso stark wie der Wasserdrache. Was ist das für ein Ungetüm? Verhandeln scheint es jedenfalls nicht zu wollen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Na? Bei Angros Schwarm! Ja, deswegen. Bei meiner Treue! Ja? Weiche! Gebt ihm ordentlich eine drauf. Oh, wir können es angucken. Das muss das Wesen sein, von dem Buddha immer so oft sprach. Es sieht fürchterlich entstellt aus. Es sieht aber eher wie ein Diener Efforts aus, als wie ein Diener des Namenlosen. Und es holt Riesenkrabben herbei. Ja. Und das stand nicht so im Programm. Was? Für den Kaiser! Ja. Fires macht gleich mal die Wunde vom Vorgrim weg. Au. Zusammenhalten! Na? Was? Noch eine Wunde. Oh, 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 Ardo, 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 weg. Ei? Ardo heilen. Ardo Trank. Und zwar schnell, Ardo. Das war nicht schnell. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja. Vorgrim. Mach die da weg. Was? Fires, zieh dich zurück. Achtung! Sanyasa! Schieß auf das Riesenviech und ich tu es Kugelblitzen. Ja? Fires, heil Vorgrim. Die Wunden müssen weg. Na? Und ich versuche mal weiter Kugelblitze drauf zu schmeißen. Au. Okay, Kugelblitz macht schön Schaden. Was? Aber das Vieh macht auch bei mir schön Schaden. Ja. Achtung! War ihr! Deswegen lieber mal weg. Mit mir. Nein. Nein. Ich sagte nein. So, Scharfschuss. Was? Fires, du solltest mich mal heilen. So, jetzt ist der weg. Oh. Scharfschuss macht wenigstens. Ja. Morpho, ist das euer Ernst? Sanyasa! Hm? Bei Angros Schwarm! Die Morpho ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Ja? Fire ist halt nochmal Vorgrim. So viel zum Thema, ich ignoriere die Morpho. Die Horde geht ja total auf mich los. Das ist was von unfair. Was?